Phoenix nachgefragt, heute mit Angelika Hellemann von der Bild am Sonntag. Guten Tag in die Hauptstadt. Hallo. Ja, da ist ja jetzt viel von Neustart die Rede bei der Opposition. Kurz der Hinweis, gleich um circa 8:30 erwarten wir von der Fraktionsebene ein Statement von Friedrich Merz und Alexander Dobrindt, also von CDU, CSU. Und Frau Hellemann, Dietmar Bartsch, den wir ja gerade gehört haben, sagt, effektiver Klimaschutz kann nur von einem Minister vorangetrieben werden, der das Vertrauen der Bürger genieße. Zitat Ende. Wie angeschlagen ist denn dieser Wirtschaftsminister? Der Wirtschaftsminister ist ziemlich angeschlagen und dieses Gesetz ist von Anfang an ziemlich in die Hose gegangen. Das fing halt an, dass in der Frühkoordinierung in der Ampel dieses Gesetz rausgestochen wurde und dann von der FDP regelrecht klein gehäckselt wurde. Und das war auch das Problem. Es war das wichtigste Projekt von Robert Habeck. Und die FDP hat erkannt, was da für ein Sprengstoff drin steckt in diesem Gesetz. Und dann hat Habeck in seiner Not immer die ganze Zeit auf Eile gedrängt. Also es musste unbedingt im April schon das Kabinett diesem Gesetzentwurf zustimmen. Das führte dazu, dass der Finanzminister Christian Lindner sagte, naja, ich hebe jetzt mal die Hand, aber ich gebe mal eine Protokollerklärung ab, dass ich mit all dem gar nicht richtig einverstanden bin. Das führte dann dazu, dass er 3 Tage später sagte, also ich fühle mich da nicht so richtig an alles gebunden und dass dann im Grunde genommen dieses ganze Gesetz umgeschrieben wurde. Es hat so viele Änderungsanträge gegeben, dass davon vom Kern eigentlich ziemlich wenig übrig geblieben ist. Und man hätte eigentlich ein komplett neues Gesetz einbringen müssen. Also wenn Sie sagen, die FDP hat das geahnt, wie viel politische Sprengkraft darin ist in diesem Heizungsgesetz, in diesem Entwurf, dann hat man den Eindruck, Wirtschaftsminister Habeck hat auch bis heute nicht begriffen, wie die Situation im Land ist. Denn er sagt gestern im ZDF, wenn mehr Zeit gewünscht und erforderlich ist, weil das Gericht es festlegt, dann ist das eben so. Dies sei auch kein Beinbruch. Zitat Ende. Das klingt nicht so, als wenn Herr Habeck verstanden hat, wie groß die Aufregung und die Wut im Land auf ihn ist, oder? Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen Schönrednerei, weil Robert Habeck kommt jetzt einfach nicht drum herum. Und es waren ja gerade die Grünen, die unbedingt darauf gedrängt haben, dass dieses Gesetz vor der Sommerpause verabschiedet werden muss, weil sie halt unglaubliche Angst haben, dass in diesen 8 Wochen, in denen das Parlament nicht tagt, die FDP einen Volkssport daraus macht, halt nochmal diese Änderung zu finden und nochmal jene, das Gesetz nochmal sozusagen durchzuflöhen und zu sagen, und hier ist eine Unlogik. Und da haben wir noch was gefunden und könnten wir nicht noch. Und ach ja, hier hat Herr Habeck auch noch einen Fehler gemacht. Und um das zu vermeiden, wollten sie das halt durchpeitschen noch vor der Sommerpause. Also sie haben sich halt monatelang gestritten, wollten dann aber eben im Eilverfahren es durch den Bundestag schleusen. Und da ist es tatsächlich selbst für einige Ampelabgeordnete ein beruhigendes Zeichen, dass da einmal Karlsruhe den Stopper reingelegt hat und gesagt hat, so geht es nicht. Es ist nicht so, dass sich die Regierung ein Parlament hält, sondern das Parlament hält sich eine Regierung und die Gesetze werden eben von den Abgeordneten beschlossen. Jetzt ist es ja so, wenn man sich die Kommentarlage heute Morgen durchliest, es gibt Forderungen danach, zum Beispiel aus Thüringen, also dass der Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt in dieser Situation mehr führen muss, mehr Klartext sprechen muss mit seinen Ministerinnen und Ministern. Wie sieht es denn damit aus? Was hört man denn aus den Reihen der SPD-Fraktion? Wird diese Forderung geteilt, dass Scholz jetzt diesen vielstimmigen Chor in den Reihen der Ampel zum Verstummen bringen muss? Ja, den Wunsch gibt es. Also die SPD steht noch sehr geschlossen hinter Olaf Scholz. Die war ja mal ein sehr zerstrittener Haufen und hat jetzt tatsächlich eine sehr geordnete Formation. Das Problem ist, Olaf Scholz macht eigentlich seit er Kanzler geworden ist, fast nichts anderes als permanent Feuer auszutreten, die halt vor allen Dingen zwischen Grünen und FDP immer wieder hochlodern, meistens zu spät. Und das Problem ist, er kann halt gar nicht richtig durchgreifen, weil er halt immer wieder alle Leute zur Therapiestunde ein
einlädt, dann versucht zu verhandeln und zu vermitteln. Aber gerade zwischen Christian Lindner und Robert Habeck ist das Vertrauensverhältnis so gestört. Die Grünen trauen halt der FDP gar nicht mehr über den Weg und sagen, die wollen uns immer nur kaputt machen. Das ist halt sehr, sehr schwer zu heilen. Und man kann Vertrauen auch halt nicht befehlen. Und deswegen bietet halt die Ampel genau dieses Chaosbild, was sie halt gerade darstellt. Ja, und dieses Chaosbild versucht natürlich die Opposition auszunutzen. Die CDU-CSU-Fraktion hat einen Antrag in den Bundestag eingebracht für eine, ich sag's jetzt mal, aktuelle Debatte gleich über das Heizungsgesetz. Dazu erwarten wir ein Statement von Friedrich Merz und Alexander Dobrindt. Wollen wir mal vielleicht gemeinsam schauen, wie denn die Situation von Friedrich Merz jetzt ist. Dieser Antrag nach Karlsruhe wurde ja nicht von Friedrich Merz gestellt, sondern von Thomas Heilmann, einem einzelnen Abgeordneten der CDU, der mit seinen Mitarbeitern, mit ein paar wenigen Mitarbeitern, muss man sagen, diesen Antrag in Karlsruhe gestellt hat. Aber Friedrich Merz heftet sich jetzt diesen politischen Scoop von Herrn Heilmann fröhlich ans Revers. Oder wie ist die aktuelle Situation zu interpretieren? Ja, so ist die. Also hier in Berlin hat im Grunde genommen keiner damit gerechnet, dass Karlsruhe wirklich so entscheidet. Also auch bei dem SPD-Fraktionsfest war der Kanzler noch extrem entspannt und der Fraktionschef war entspannt und der Parteichef war gut gelaunt. Und dann hagelte eben das Urteil rein und da war es ganz schnell vorbei mit der guten Laune und alle haben sich hektisch zurückgezogen, um darüber zu beraten. Aber eben auch in der Unionsfraktion ist keiner davon ausgegangen. Und deswegen hat man halt Herrn Heilmann da alleine rumstolpern lassen, so nach dem Motto, naja, wenn es halt schief geht, na, dann war es halt nur der Heilmann und jetzt ist es halt gut gegangen aus Sicht der Union. Und jetzt versucht eben Friedrich Merz daraus Honig zu saugen. Das ist auch politisch logisch und versucht sich jetzt eben auch als der beste Freund von Herrn Heilmann zu präsentieren. Die beiden haben eben auch ein eher schwieriges Verhältnis, aber ja, es ist halt sein Abgeordneter und damit reklamiert er das für sich. Ja, wie heißt es so schön, der Erfolg hat immer viele Väter. Nun gibt es ja heute gleich um 9.45 Uhr im Bundestag diese Aussprache zum Heizungsgesetz. Also Dietmar Bartsch hat ja gesagt, er fordert quasi einen Neustart. In eine ähnliche Richtung gehen die Forderungen auch der Union. Wie sieht es denn jetzt damit aus? Ist es wohlfeil, diese Forderung? Ich meine, Merz hat ja gestern für eine neue Diskurskultur unter Einbeziehung der Opposition mit der Regierung geworben. Ist es ein vergiftetes Angebot oder kann man jetzt davon ausgehen, so wie es früher hin und wieder ja offenbar geschehen ist bei wichtigen Themen, dass die Opposition, jedenfalls die wichtigste Oppositionspartei, mit einbezogen wird bei der Entwicklung dieses Heizungsgesetzes? Ja, ich glaube, ich würde mal sagen, das ist ein vergiftetes Angebot. Die Union ist relativ klar in ihrer Ablehnung dieses Heizungsgesetzes. Und wenn jetzt, also der ganze Prozess war völlig vermurkst, aber die Grünen würden jetzt nie wieder davon runtergehen, weil sie dann die Angst hätten, dass sie gar nichts mehr durchbekommen bei diesem Gesetz und dass sich das alles so verhakt. Und tatsächlich ist es eigentlich ja auch Regierungsarbeit. Also das ist und das Angebot von Friedrich Merz schwankt halt auch. Er hat, glaube ich, noch, also sein Kollege von der CSU, Markus Söder, hat vor 3 Tagen, glaube ich, bei Maischberger noch erklärt, also wenn die Union wieder regiert, dann wird sie dieses Gesetz also komplett rückabwickeln. Das ist tatsächlich alles nicht gut, weil es halt bei den Bürgern die totale Verunsicherung verursacht und man einfach nicht will, dass man sozusagen seine Heizung je nach Regierungswechsel ein- oder ausbauen muss. Aber das Verfahren ist jetzt so aus dem Ruder geraten, dass diese Hilfsangebote eigentlich nicht angenommen werden können. Und die Union wird auch alles tun. Wir haben jetzt bald 2 Landtagswahlen in Hessen und in Bayern am 8. Oktober. Wird alles tun, um diesen Unfall zu verhindern.
der Regierung auszuschlachten und eben im Wahlkampf hochzuhalten und nicht etwa wirkliche Hilfe. Ja, das ist ganz interessant, wenn man über die Wirkung im Land nachdenkt, während wir auf diese Pressestatements von Dobrindt und Merz warten. Im Land kommt das ganze Handeln der Bundesregierung ganz, ganz schlecht an. Die Menschen machen sich große Sorgen über Inflation und ähnliche Themen. Aber am meisten Sorgen machen sie sich über das Handeln der Regierung aktuell, was ja ein bemerkenswerter Vorgang ist oder eine bemerkenswerte Zwischenbilanz in diesem Juli 2023. Allein richtig zufrieden sind die, die in der Opposition ganz rechts sitzen. Die AfD, auf Deutsch gesagt, lacht die sich kaputt in diesen Tagen? Ja, die feixt natürlich, weil sie halt weiß, dass sie damit ein richtiges Geschenk bekommen hat. Auch nochmal mit Blick auf die Landtagswahlen und eben ein Thema, wo sie die Unzufriedenheit ja nutzen kann. Von der AfD wird ja noch nicht mal erwartet, dass sie Lösungen präsentiert, sondern sie ist so ein Blitzableiter von Frust und Unzufriedenheit und Unsicherheit. Und die Ampel produziert halt gerade extrem viel Unsicherheit und Frust. Die haben es ja sogar geschafft, bei ihrem Elterngeldstreit auszulösen, dass jetzt alle Bezieher von Elterngeld oder alle, die es eventuell planen oder damit rechnen, total verunsichert sind und nicht wissen, bekomme ich das oder bekomme ich das nicht, weil sich Grüne und FDP wieder ein totales Theater geliefert haben und es keine klare Kommunikation gibt. Ähnliches gilt ja für die Kindergrundsicherung. Das ist ja auch ein wichtiges Projekt für die Grünen. Lisa Paus, die Familienministerin, wird aufgefordert vom Bundeskanzler schriftlich, also in Form eines Briefes, jetzt bis zum August, glaube ich, ein Konzept vorzulegen in Sachen Kindergrundsicherung. Frau Hellemann, man muss fairerweise sagen, das ist ein Riesenprojekt. Da sollen ja die gesamten sozialen Leistungen zusammengefasst werden. Das heißt, das Ministerium Paus muss ganz viel errechnen und abwägen. Andere Ministerien müssen Geld abwägen. Trotzdem stellt sich nicht jetzt in diesem Sommer heraus, dass auch das Familienministerium für die Aufgaben, die es zu bewältigen hat, nicht richtig, nicht professionell genug aufgestellt ist. Ähnlich wie das Wirtschaftsministerium von Herrn Habeck? Das Familienministerium ist ein ganz kleines Haus. In dem Haus arbeiten auch ganz wenig Juristen. Und ja, also die Kindergrundsicherung ist eine der größten Sozialstaatsreformen, die es gibt. Und nein, das Familienministerium kann die mitnichten stemmen. Und jetzt ist ja auch mit dem Kanzlerbrief ein Auftrag an das Arbeits- und Sozialministerium gegangen. Das ist ein großes Haus, das ist ein sehr professionell arbeitendes Haus, dass die doch bitte die verschiedenen Optionen durchrechnen sollen. Das Arbeitsministerium von Hubertus Heil war schon die ganze Zeit ein bisschen eingebunden, hat jetzt aber den Hauptbrocken an Arbeit auf dem Tisch liegen und muss halt jetzt auch in relativ hoher Geschwindigkeit, weil man sich bis Ende August einigen will, eben die verschiedenen Modelle durchrechnen und dann wird halt der große Streit ums Geld anfangen, weil das hat die Ampel immer ausgeblendet. Die haben einen Koalitionsvertrag gemacht, aber in der Verteilungsfrage sind sie sich halt sehr, sehr uneinig. Christian Lindner sagt keinerlei höheren Steuern und auch Einhaltung der Schuldenbremse. Die SPD ist bei der Schuldenbremse ein bisschen hin und her gerissen, möchte aber eigentlich gerne höhere Steuern für Reiche. Und die Grünen möchten keine Schuldenbremse und auch höhere Steuern für Reiche und halt ganz viel Geld ausgeben. Und jetzt ist halt das Problem, das Geld reicht eben nicht für alle Wünsche, sondern es muss halt gespart werden. Und da muss jetzt tatsächlich die Ampel sich mal sehr eindeutig dann bekennen, wofür wollen wir Geld ausgeben und wo streichen wir. Ja, möglicherweise, das wäre mein Vorschlag, vielleicht erstmal zusammensetzen und dann Lösungen finden und dann die Öffentlichkeit informieren, die Bürgerinnen und Bürger darüber informieren, wie die Ergebnisse aussehen. Zum Schluss, Frau Hellemann, noch der Blick nach vorne heute, also 9.45 Uhr, sozusagen zum Schluss dieser ersten Phase, zum Schluss der Sitzungsperiode. Periode vor der Sommerpause. Was erwarten Sie? Wird es ein großer Schlagabtausch noch mal werden gleich?
Das wird ein Schlagabtausch werden. Und die Ampel wird jetzt in der Öffentlichkeit versuchen, noch mal ein bisschen zusammenzurücken. Also es gibt ja gerade nur kleine Spitzen. Und wird dann eben, also nichts eint dann eine Regierung mehr als Angriffe von außen. Und natürlich wird die Union richtig auf die Pauke hauen und da noch mal der Ampel eine ganz klare Abrechnung dieses vermurksten Prozesses präsentieren. Und dann werden die Ampelleute versuchen, den Schulterschluss zumindest dann verbal zu suchen. Und dann ist halt die große Frage, dann werden alle sich sehr, sehr erschöpft in die Sommerpause schleppen, wie es dann weitergeht und wer dann als erstes den Reigen eröffnet mit, könnten wir nicht noch dies und ich habe da noch eine Idee und eigentlich ist das doch doof, eröffnet. Angelika Hellemann war das von der Bild am Sonntag. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Danke für diese ausführlichen Analysen, die man sicher am Sonntag dann im Blatt auch vertieft weiterlesen kann. Danke nach Berlin.